Wir leben in einer Zeit, wo alles darauf ausgerichtet ist, dass der Mensch selbst über sein Leben entscheiden kann. In der der Fokus darauf liegt, seine Begierden und Gelüste maximal zu befriedigen. Einer Zeit, in der wir Herr über uns selbst sind. Aber die Folgen, die daraus resultieren, bemerken wir meist gar nicht. Es entstehen Krankheiten wie Hochmut, Rechthaberei und Depression. Der Mensch gibt seinen Begierden und Gelüsten nach und merkt nicht, dass dabei Formen und Eigenschaften hervorkommen, die seiner Natur vollkommen widersprechen. Er lenkt sich auf einen falschen und schädlichen Weg. Aber seiner Meinung nach ist alles, was er tut, richtig, denn er weiß es am besten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir doch haben euch erschaffen, wenn ihr es doch für wahr halten würdet. Was meint ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt? Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen? Oder sind nicht doch wir die Erschaffer? Mit diesen Versen sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Er ist derjenige, der aus einem einzigen Samentropfen einen perfekt geformten menschlichen Körper entstehen lässt. Wir meinen, wir würden bereits alles richtig tun, unserem Herrn zu Genüge dienen, aber nein. Wir sind nicht die Entscheidungsträger über uns selbst, über unser Leben oder über unsere Dienerschaft. Als Muslime sollten wir uns bewusst sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala über jede Situation in unserem Leben die alleinige Entscheidung hat. Jemand, der nicht nach dem Islam handelt, erhebt seine eigene Neigung zu seinem Gott und betet diese förmlich an, weil er sie zu seinem Entscheidungsträger gemacht hat und er sein Leben nach diesen Neigungen richtet. Wer sind wir, dass wir die Entscheidungen über uns selbst treffen? Wer gibt uns das Recht zu sagen, was richtig und was falsch ist? Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht erschaffen und seine Geh- und Verbote offenbart? Sie sagen uns, was richtig und falsch ist, nicht unsere Neigungen. Das Paradies ist es, in dem wir selbst entscheiden dürfen, welche Nahrung wir zu uns nehmen, welche Kleidung wir tragen und worauf wir Lust haben. Aber solange wir diesen Ort nicht erreicht haben, unterwerfen wir uns unserem Schöpfer, demjenigen, der die Macht über alles und jeden hat, demjenigen, der nur sagt, Kun fayakun, sei und es ist. So wird von Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah, der Allmächtige und Erhabene, betraut einen Engel mit der Aufsicht über die Gebärmutter. Dieser Engel sagt, O Herr, ein Samentropfen, O Herr, ein Blutklumpen, O Herr, ein Fleischklumpen. Und wenn Allah seine Schöpfung vollenden will, fragt der Engel, O Herr, soll es ein Mann oder eine Frau werden? Wird es unglücklich oder glücklich werden? Wovon wird es seinen Lebensunterhalt bestreiten? Wann wird es sterben? All das wird bereits im Bauch der Mutter festgelegt. Bevor wir auf der Erde waren, wurden Entscheidungen für uns getroffen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Welches Geschlecht wir haben werden, wie unser Lebensunterhalt aussehen wird oder wann wir sterben. Wir hatten schon bevor wir auf der Erde waren, keine Entscheidungsgewalt über unser Leben gehabt. Wie ist es dann, wenn wir nun auf der Erde sind? Er subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Er weiß doch besser, was gut und was schlecht für uns ist. Deshalb besinn dich noch einmal, mein geehrter Bruder, meine geehrte Schwester, und frage dich, wer hat mich erschaffen und warum? Was kann ich tun, um ihm korrekt zu dienen, damit er zufrieden mit mir ist? Und bedenke, die Sünden, die du als klein betrachtest, sind bei Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht groß, aber dass du jemand anderes als ihn zum Herrn nimmst, ist noch viel schlimmer. Wer ist also der Herr über alles? Du als abhängiges und erschaffenes Wesen oder Allah subhanahu wa ta'ala?